Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du Salami selber machen kannst. Es gibt hunderte Salami-Rezepte. Das hier ist jetzt ein ganz simples zum Start. Auf der Fleischseite haben wir da einmal Schweinefleisch und Rindfleisch, halb-halb und Schweinerückenspeck. Dann haben wir Nitritpökelsalz. Oft kommt die Frage, geht es ohne? Ja, es geht auch mit normalem Salz, aber würde ich vor allem am Anfang nicht empfehlen. Dazu mehr auch in dem Beitrag. Dann haben wir hier noch Dextrose oder Zucker, Paprika und schwarzen Pfeffer und das war's auch schon. Das ist alles und weil es so wichtig ist, unten in der Videobeschreibung habe ich nochmal alles zusammengefasst in dem Blogartikel, weil Salami machen ist simpel, aber nicht ganz so einfach. Deswegen auf jeden Fall nachlesen, bevor du das machst. Als erstes hier, wie immer, das Fleisch und das Fett in wolfgerechte Stücke schneiden und dann einmal zum Anfrieren für 2 Stunden in die Gefriertruhe. Danach kannst du das Fleisch wolfen auf einer groben Stufe. Wenn du es feiner machst, natürlich auch mit einer feineren Lochscheibe, geht genauso. Ich habe es jetzt hier klassisch mit der groben Lochscheibe gemacht. So, danach die Gewürze zu der Fleischmasse, auch das Nitritpökelsalz mit dazu und dann das Ganze wirklich schön durchkneten, 3-4 Minuten, damit es eine richtig schöne Bindung hat. Das ist super wichtig, das Fleisch muss eine richtig gute Bindung haben. Die Masse können wir jetzt als nächstes füllen. Da gibt es verschiedene Därme dafür. Zum Beispiel hier einmal so ein Naturindarm in einem dickeren Durchmesser. Was ich aber auch mache, ist, ich verwende einmal einen dünneren Durchmesser, das ist ein 28-30er Schweinedarm. Hier ist wirklich wichtig zu verstehen, je dünner der Durchmesser, desto einfacher ist es am Anfang, das zu reifen. Vor allem, wenn du keine Reifekammer hast, nicht komplett kontrollieren kannst, wie die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur ist, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, bei einem dünneren Durchmesser viel, viel geringer. So, wenn du den Darm aufgezogen hast, dann kannst du die Masse runterfüllen in den Darm und zwar warten, bis sie vorne rauskommt. Und dann kannst du mit einem Küchenband vorne schönen Knoten reinmachen und es dann weiter abfüllen. Es ist jetzt hier super wichtig, dass keine Lufteinschlüsse sind und keine Fülllöcher vorhanden sind. Ja? Das heißt, wirklich auf Zug einfüllen, die komplette Masse. Wir werden zwar später nochmal mit so einem Piekser Lufteinschlüsse rausmachen, aber wie gesagt, hier ist wichtig, auf Druck einzufüllen und wirklich stramm in den Darm zu füllen, damit keine Lufteinschlüsse in der Masse sind, weil sonst das oxidieren kann und dann schimmelt das Ganze und das wollen wir ja nicht haben. Wenn du die dann in deiner gewünschten Länge abgefüllt hast, dann kannst du es einmal aufschneiden und dann die Seite auch wieder mit einem Band zuknoten. So, bei den dickeren Hüllen funktioniert das genauso. Schön aufziehen bis zum Anschlag und dann die Masse richtig fest reinfüllen. Und natürlich auch hier darauf achten, dass keine Lufteinschlüsse sind. So, dann hier kann man das so ein bisschen eindrehen und dann auch wieder mit einem Band zuknoten. Und dann ist deine Salami fertig, um mit einem Fleischpikser oder auch mit einer Nadel wirklich alle Lufteinschlüsse rauszuholen. Wirklich schauen, also auch wenn die noch nicht fest ist, nochmal nachknoten, sodass es wirklich schön fest ist, keine Lufteinschlüsse da sind, ansonsten schimmelt das Ganze. Dann kann man das hier noch abschneiden und schöner machen und der nächste Schritt ist, das Ganze dann über Nacht einmal umrühren zu lassen. Da ist wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist, über 90%. Wie gesagt, wenn du keinen eigenen Reifeschrank dafür hast, was du da am Anfang machen kannst, ist es immer wieder mit ein bisschen abgekochtem Wasser einzusprühen oder auch mit einem feuchten Handtuch abzuwischen und genau, das dann über Nacht einmal hängen lassen und dann sieht das Ganze so aus. Und wie du jetzt hier siehst, hat die Salami eine schöne Farbe bekommen und kann jetzt zum Reifeprozess aufgehangen werden. Ich habe das jetzt in den Keller gehangen. Auch da am Anfang in der ersten Woche schauen, dass es eine höhere Luftfeuchtigkeit hat und eine bestimmte Temperatur, maximal 15 Grad. Wie gesagt, unten in dem Blogartikel habe ich alles nochmal super detailliert beschrieben, wie die beste Temperatur sein sollte, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das Ganze dann für 3 Wochen hängen lassen und dann sieht das so aus. Hier ist sie fertig, schön fest.
ist schön getrocknet und ich würde sagen, schneiden wir das Ganze mal an. Sieht man hier auch, die Masse hat eine schöne Bindung, kein Schimmel vorhanden. Das sieht gut aus. Kein Trockenrand auch. Schneide ich mir mal ein Stück runter. Schmeckt sehr gut, sehr würzig, hat einen schönen, ja, Salami-Geschmack. Das Ding ist jetzt, wie du schon siehst, vielleicht ist dir aufgefallen, wo ist jetzt die dicken Salami? Ja, die sind mir weggeschimmelt. Deswegen, wie am Anfang gesagt, es ist simpel, aber eben nicht ganz einfach. Ich glaube, wie gesagt, es hat was mit der Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht hingehauen. Wie du sie jetzt auch siehst, ist das, was ich meinte, mit dem kleinen Durchmesser geht es einfach viel einfacher. Der Trocknungsvorgang ist einfacher als bei den großen, wo es dann eben zu Trockenrändern und es von innen schimmeln kann. Aber wie gesagt, mit dem kleinen Durchmesser anfangen und dann geht es viel einfacher. Unten in der Videobeschreibung habe ich auch nochmal alles zusammengeschrieben, weil es eben so kompliziert ist, nochmal geschrieben, worauf du wirklich achten musst. Ich mache auch da nochmal ein separates Video dazu. Unten findest du den Link. Und ja, ich würde sagen, ich lasse mir jetzt weiter schmecken. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da. Schreib mir in die Kommentare, vielleicht hast du ja schon mal Salami selber gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.